Hallo Leute, heute drehe ich unter Antibiotika und möchte beantworten, wieso ich überhaupt die ganzen Filme drehe. Früher hatten die Leute das Glück, dass einige Generationen unter einem Dach waren. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Radio und man hat sich unterhalten. Das machen wir jetzt leider nicht mehr. Man kann die Erfahrung, die man angesammelt hat, nicht an andere übergeben. Entweder die hören nicht zu oder sind einfach nicht da. Deshalb drehe ich die Filme, wenn ich nicht mehr da bin, damit ihr wenigstens die Erfahrung habt, die ich angesammelt habe. Denn wie gesagt, hätte ich jetzt kein Antibiotika, würde ich sicher wieder drauf gehen, denn nach 5-mal Lungenentzündung ist man nicht mehr der, welcher man früher war. Heute Nacht hatte ich wieder Albträume, die hat man, wenn man krank ist, immer. Über das, wie die Leute falsch handeln. Es ging dabei darum, ein Jäger kam an, machte hinten den Wagen auf, und er fand ein kleines Reh. Drei andere Jäger waren dahinter und wollten es sehen. Die waren aber so blöde, dass das Reh, welches noch schon laufen konnte, nicht mehr zwischen Auto und den Jägern war, sondern auf der anderen Seite, aus dem Kreis heraus. Normalerweise macht man sowas nicht. Aber wer es nicht weiß, der macht den Fehler und das Reh ist dann ausgebüxt. Das war nur ein Traum, aber das passiert. Und ist mir schon ein paar Mal passiert, sogar mal mit einem kleinen Hirsch. Die Leute wussten nicht, was die machen sollten, versuchten das Tier einzufangen, sprangen hinterher und wollten es am Bein packen, aber es erschrak und lief davon. Also hätte man es gelassen, es hätte sich irgendwo niedergelegt und wäre verhungert. Und mir fiel dabei ein, sich auszuziehen und gebückt ein Reh nachzuahmen. So wie es die Aborigines zum Beispiel machen. Die saßen früher am Lagerfeuer, alt und jung, und machten Tiere nach, damit die Jungen Erfahrung durch die Geschichten sammeln. Der Trick klappte. Das kleine Reh kam zu mir und wollte Milch saugen. Und ich fing es ein. Es war ein Traum, aber ich war schon oft in der Situation, wo andere nicht wussten, wie man handelt. Und du weißt es dann. Die Sache ist aber nur die, kannst du dich durchsetzen oder aber es lohnt sich nicht. Du hast nur Idioten um dich herum und lässt die dann halt machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Erfahrungen austauschen und die Erfolgsergebnisse natürlich auch. Man kann aus Fehlern lernen, aber aus richtigen Handlungen noch mehr. Da gab es auch mal, wo ich mein Hecht fürs Guinness Buch der Rekorde geschnitzt habe, vor 20 Jahren. Auch ein Tisch war mein Werkzeug. Die Schwester war vielleicht 4 Jahre alt und wollte sich die Schneidwerkzeuge anschauen. Dabei drehte sie die Schneide zu sich und wollte den Griff sehen. Dabei stach sie sich mit der Schneide oberhalb vom Auge. Der Kopf fing sofort an zu bluten und das Blut spritzte, so wie das Herz pochte, aus der Wunde heraus. Meine Mutter kam gleich an und die Oma, und wie Weiber halt sind, gab es gleich eine Panik, und die Panik ging aufs Kind über. Zum Glück, ich habe der Mutter eine geklatscht, also eine Ohrfeige verpasst und habe die weggescheucht. Sonst wäre die Schwester gestorben.
Das heißt, wenn wir sehen, wie man handeln muss, muss man handeln. Die Schwester habe ich mit meiner Stimme beruhigt und das Bluten hörte ganz auf, bevor der Krankenwagen kam. Also oft gibt es Situationen, wo die Panik der anderen alles versaut. Deshalb ist es auch wichtig, dass man so viel wie möglich spricht. In Deutschland zum Beispiel gibt es das Problem, man redet gar nicht mehr über den Zweiten Weltkrieg. Man verheimlicht alles. Deshalb haben die jungen Generationen überhaupt keine Ahnung, was Krieg ist und wie man handeln muss. Einmal brachte ich nach Hause einen kleinen Hirsch. Der war noch ganz schleimig, weil er erst zur Welt kam. Habe ihn einfach in ein Hemd reingetan, Hemd zugebunden und sich umgehangen. Also die Ärmel auch oben festgebunden. Ich kam nach Hause, im Hof war alles voller Leute. Und nur mein Vater hat bemerkt, dass ich was verheimliche. Alle anderen haben nicht mitbekommen. Weil nur der Vater wusste, wie man so solche Sachen macht. In Deutschland hat er sogar Karpfen in Stadtteichen mit einer Plastiktüte gefangen. Das wissen die Deutschen bestimmt nicht, wie man sowas macht. Er hat einfach im Sommer Schlamm aufgewirbelt im flachen Wasser. Die Karpfen kamen selber an und sind ihm in die Plastiktüte reingeschwommen. Sowas lernt kein Survival Blogger, denn sowas muss man von klein auf lernen und man muss in so einer Familie aufwachsen, wo sowas normal ist. Also normalerweise tun die Survivor über etwas schwärmen oder träumen, aber selber erleben tun die sowas oft nicht. Mal schauen, ob ich hier ein Foto, ne, habe ich nicht. Na gut. Also wenn ich mir da Rüdiger Nehberg anschaue und seine Filme über Wildschweine mit einer bloßen Hand fangen, dann ist es auch ziemlicher Schwachsinn. Okay, man kann dann eine gute Serie draus machen fürs Fernsehen. Man hat da zahme Wildschweine, aber mit der bloßen Hand ein Wildschwein am Bein packen, das geht nicht. Das ist unmöglich. Auch schlachten wir hier unsere Schweine selber, also jedes Jahr ein oder zwei, und wir wissen selber, wie sowas funktioniert. Wenn ich jetzt dem Schwein die Kehle durchschneide zum Beispiel, es schlägt mit dem Bein um sich, wenn es mein Bein trifft, ist das Bein futsch, es ist kaputt, das Bein bricht. Also solche Sachen, was man auf YouTube sieht oder ähnlichem, ist oft Schwachsinn und funktioniert nicht. Uff, Scheiße. Also wie gesagt, man sollte mehr reden und mehr lernen. Daher auch mein Buch, wo ich das meiste Wichtige draufgeschrieben habe, damit die Leute das Wichtigste lernen und dann irgendwie selber in einer Situation zurechtfinden. Jetzt haben wir das Problem, dass zu viele verschiedene Mentalitäten da sind, alles Mögliche wurde vermischt und die Leute werden falsch handeln, weil sie nicht wissen, wie früher ihre Großeltern gehandelt haben, was sie gemacht haben. Man werden irgendwie pazifistisch denken, wenn ich niemandem was tue, der tut der mir auch nichts, was natürlich falsch ist. Die werden denken, das Essen kommt von selber. Ich war mal Sachbearbeiter.
im Nationalpark Paklenica, unten am Meer. Und was man da alles von den zu den Besuchern zu hören bekommt, mich graust. Zum Beispiel im Sommer kamen welche an, haben sich wilde Feigen gepflückt und haben gesagt, die würden hier gerne das ganze Jahr über unter dem Feigenbaum leben und nur Feigen essen. Erstens bekommt man von Feigen Dünnschiss und zweitens ist es am Meer nur 3 bis 4 Monate warm und schön. Ansonsten weht da ein ganz schlimmer Wind, also eher ein Sturm. Und da gehen die Leute nicht mal aus dem Haus raus. Also die Touristen haben eine falsche Vorstellung von der Realität. Obwohl die wissen, dass sie in den Nationalpark kommen und obwohl es Leute sind, die vielleicht die Natur mögen. Sie kennen sie aber nicht. Deshalb sage ich dauernd, man soll keine Gruppen bilden. Weil in den Gruppen kommen Leute zusammen, die oft nichts wissen und auch falsche Entscheidungen treffen. Wenn ich richtig entscheiden kann und ich habe um mich herum höchstens 2 oder 3 Leute, ich werde mich durchsetzen können. Habe ich aber um mich herum vielleicht 20 oder mehr, die werden mich überbieten. Also wir haben eine Demokratie. Die Meinung eines Idioten ist genauso viel wert wie die Meinung eines Weisen. Und natürlich haben wir mehr dumme Leute als mehr schlaue und kluge. Deshalb sollte man immer schauen, dass man sich die Leute aussucht, wenn man unsicher hat, und man soll nicht Mitleid haben. Es lohnt sich einfach nicht. Weil durch den Mitleid schaden wir uns selber und auch Leuten, denen wir hätten helfen sollen. Wir schaden denen durch Leute, die auch so nicht überleben können, aber andere mit sich in den Abgrund reißen. Ach, Scheiße, hab ich gar nicht. Was ich noch sagen wollte. Ach ja. Da gibt es auch noch verschiedene Gruppen und dort schleusen sich auch jede Menge Asoziale ein. Ach, Scheiße. Also, mit mir ist es bald aus, daher die Videos. Zum Beispiel, eine Dame schrieb mir, die würde gerne zu mir kommen. Ich wäre vielleicht einer der wenigen, der durchkommt. Nur deshalb, weil ich viel erlebt habe und überlebt habe. Das heißt aber nicht, dass ich weiterhin überleben werde. Man kommt zu dem Punkt, wo man merkt, dass man schwächer, älter und auch kränklicher ist. Okay, die Dame hat gemeint, mich wollen doch alle. Da frage ich die, ja, weshalb wollen dich alle in ihren Survival-Gruppen? Und die antwortet, weil ich nett bin. Sie ist etwa 55 und sie ist nett. Was nützt mir jemand, der nett ist? Man braucht Leute, die arbeiten, die fleißig sind und die sich um andere kümmern. Also nett sein und freundlich macht niemanden satt, auch sich selbst nicht. Man braucht auch Leute, die einen Mann stehen, die sich für andere opfern. Gerade eben jetzt, weil die viel zu egozentrisch sind und nur an sich selber denken. Jeder denkt, er wäre das Wichtigste im Universum und schert sich auch nicht um die anderen. Die Leute, die oft in so Survival-Gruppen sind, die sind nur selber da,
weil die Schiss um ihren eigenen Arsch haben. Das wird aber nicht gut gehen. Denn man braucht Leute, die sich für die anderen opfern. Wie auch wie gesagt, habe ich vorgeschlagen, dass Priorität fruchtbare Frauen und gesunde Kinder haben. Man wird halt sortieren müssen. Man wird sich auch opfern müssen, damit die anderen überleben. Ohne das geht es nicht. Und wer denkt, die anderen sollen verrecken und ich esse ihnen das Essen weg oder anders, der kommt nicht weiter. Daher auch mein Buch, welches umsonst ist. Was nützt mir Geld, wenn bald der Crash kommt? Mit Geld kann man nicht essen. Daher werden wir, soweit es geht, weiterdrehen und nützliche Tipps weitergeben. Was sehr nützlich wäre, ist, man geht vielleicht ins Altersheim. Dort sind noch die Menschen, die wissen, wie man nach dem Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Also seid sozial. Die alten Leute, die brauchen jemanden, der mit denen spricht und ihr auch zuhört. Und die brauchen auch eine Gesellschaft. Die sind oft wie weggeschmissen und keiner will mehr mit denen zu tun haben. Ihr habt aber hier die Möglichkeit, jedem sehr viel dazu zu lernen und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Daher schlage ich allen vor, alte Leute zu Rat zu nehmen, die es jetzt noch gibt. Denn wenn die alle wegsterben, da kann euch keiner mehr sagen, wie man früher überlebt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie man sich gewärmt hat, wie es so damals war und ähnlich. Ihr werdet nur Idioten glauben, irgendwelchen New Agern, und die wissen selbst nicht, wie man zurechtkommt. Auch gibt es viele Blogger, die nur über das jetzige Geschehen labern. Die nützen keine, die geben euch keine Ratschläge, keine vernünftigen. Die plappern nur das nach, was in der Zeitung war. Die sagen euch nicht, wenn euch eine Gruppe von Migranten anfällt, dass ihr dann den Anführer, den müsst ihr zerfleischen, so gut es geht. Also sofort drauf auf den Anführer, nicht auf die Provokateure. Wenn der Anführer eins aufs Maul bekommt, hauen alle anderen ab. Das sagen solche Leute nicht. Ihr habt aber keine andere Chance, als den Alpha anzugreifen. Oft geschieht es auch, wenn eine Maus die Katze angreift, dass die Katze selber wegläuft. Die Anführer, die sind es nicht gewohnt, angegriffen zu werden, von so Straßengangs zum Beispiel. Die sind dann plötzlich baff und alle anderen laufen weg. Das erzählen euch nicht Leute, die nicht in Deutschland sind, sondern irgendwo sich verstecken am Meer. Okay, ich bin hier zu Hause, hier wo meine Ahnen die letzten paar hundert Jahre waren, in Kroatien. Ich war in Deutschland. Aber ihr tut mir leid. Deshalb mache ich auch die Videos. Denn wir waren immer Verbündete von Deutschen und waren in einer Gemeinschaft wie in Österreich-Ungarn oder ähnlichem. Deshalb geht uns auch das an, was in Deutschland geschieht, weil wir davon abhängen, von deutschen Renten zum Beispiel, oder aber weil wir später auch die Konsequenzen tragen werden, wenn bei euch alles zum Teufel geht. Also redet viel, aber mit Leuten, die Bescheid wissen.
die ein nützliches Wissen haben. Wir haben jetzt viele Informationen. Das ganze Wissen der Welt können wir über das Internet einsammeln. Aber auch Desinformation, also Unwissen. Da muss man halt sortieren, was ist nützlich und was nicht. Und geht in die Natur. Ihr müsst euch jetzt schon vorbereiten auf das Leben oder das Verstecken in der Natur. Ihr müsst wissen, wie zum Beispiel eine Krähe Alarm schlägt. Ob der Alarm von der Luft kommt oder vom Boden. Ihr müsst die Natur verstehen können, damit sie euch warnt. Damit ihr zu essen kommt, zu Wasser und damit ihr leichter überlebt. Und bei uns heißt es immer, ist die Natur dein Freund und sympathisiert sie dich. Du wirst dich im Wald nie verlaufen können. Bist du aber ihr Feind, werden dir die Hexen deine Wege vermischen und du wirst nie aufs Ziel kommen. Und es stimmt wirklich, wenn man mit der Natur so weit wie möglich eins ist, dann kann man sich theoretisch praktisch nicht im Wald verlaufen. Man kommt immer da an, wo man hin will. Als ob die Ahnen einen dorthin führen, wo man hingehen will. Denn wie gesagt, wer die Ahnen nicht ehrt, welches Volk die Ahnen nicht ehrt, es stirbt aus. Denn die Ahnen kommen immer wieder in der Reinkarnation. Wir selber sind unsere Kinder und unsere Großeltern. Denn wir waren schon und werden wieder werden. Also darf man den Zyklus nicht vergessen. Wir sind nicht irgendwie Individuen, wir sind gebunden als Volk, als Rasse und als Spezies zusammen. Eine Bergblume wächst ja auch nicht im Moor und eine Pflanze aus dem Moor nicht auf dem Berg. Demnach sind wir Europäer wie die Weißen da, wo wir sein sollten und werden hier auch länger bleiben. Das, was jetzt auf uns zukommt, ist nur eine Probe, ein Test, damit man sieht, welche Leute wirklich wert sind, hier zu sein und weiter zu bestehen. Also ihr müsst keine Angst haben, wenn die ganzen Migranten und so, das ist nur eine vorläufige Prüfung. Die können uns nichts anhaben, nicht auf lange Dauer. Und wenn auch sehr wenige von uns übrig bleiben, es werden Samen eines neuen Volkes sein. Auch wenn nur 1 Million übrig bleiben, die vermehren sich wieder. Daher nicht verzagen und gebt euer Bestes. Und ich hau mir jetzt mal wieder noch einen Tee rein mit Honig und mit Milch.